du aus? Wie was du heute brauchst, ist ein Tag auf dem Pogepack geworden. Genau. Erstmal hallo an euch alle da draußen, ich bin der Robert. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Bogeparcours der Bogeschütze Wulterdingen. Wulterdingen ist ein kleiner Ort hinter Donaueschingen. Draufgekommen bin ich durch einen Bekannten, der ist in diesem Bogesportverein von Wulterdingen beheimatet und hat mich eben im Winter mal eingeladen, dort schießen zu gehen. Er hat gesagt, der Parcours wird sehr viel Spaß machen. Über den Parcours kann ich euch groß gar nichts erzählen. Ich verlinke euch die Homepage von der Bogeschütze. Ist also ein regulärer Verein, die miteinander trainieren, die ein Gelände haben, die auch Trainings anbietet und auch Schnupperkurse und Ausrüstung zur Verfügung stellen. Aber dann sollte man natürlich sich vorher bei denen melden und einen Termin machen. Was ich sonst noch berichten kann, ist, dass der Eintrittspreis für Erwachsene 10 Euro beträgt. Also wieder eine faire Summe, scheint mir, zumindest jetzt mal vorab. Die Wegbeschreibung ist sehr simpel. Wenn ihr das auf der Homepage anguckt, das ist eine Karte verlinkt, wo die Anfahrt eingezeichnet ist. Und müsste sich also problemlos finden lassen. Des Weiteren kann man über einen QR-Code, über PayPal.me oder PayMe, wie das heißt, bezahlen, kenne ich nicht. Es muss aber anscheinend auch noch eine ganz analoge Oldschool-Kasse da sein, wo man seine 10 Euro Gebühr einschmeißen kann. Und darauf vertraue ich jetzt. Schau, sind wir da mit dem Wald. Ich habe jetzt hier einfach mal an der Straße geparkt, an der Einbuchtung hier. Und ich denke, ja, da werde ich keinen stören. Es war jetzt also sehr, sehr einfach zu finden. Und hier haben wir schon die erste Schilder. Fronholzparcours der Bogenfreunde Wulterdingen. Und wie ihr unter rechts im Bild seht, sind wir auch gar nicht weit vom Gamsound Trail, vom Waldläufer entfernt. Aber das gibt eine andere Geschichte. So, wenn mich nicht alles täuscht, genau, da vorne sieht es so aus, wie wenn man die Kasse schon gefunden hätte. Hier haben wir jetzt die Oldschool-Analog-Kasse. Ich sehe gerade, wir haben 28 Ziele. Hier haben wir das Bezahlsystem und die Öffnungszeiten drauf. Kinder bis 10 Jahre frei. Top, finde ich super. Schüler, Jugendliche 8 Euro, Erwachsene 10 Euro. Ich denke, für ein Parcours mit 28 Ziele ist das sehr, sehr fair. Und auch hier nochmal ein ganz, denke ich mal, sinnvoller Hinweis, dass man eben die Corona-Regeln beachten soll, dass Bundesregierung oder die Landesregierung uns die Parcours und die Sportstätte wieder schließt. Nur weil der ein oder andere jetzt meint, er muss alles ignorieren, egal wie man dazu steht, denke ich, ist sowas auf alle Fälle sinnvoll. Liegt ja in unserem eigenen Interesse. So, ich kann jetzt hier auf einer Filmdose, ähnlich wie es in Weiler ist, mein Anmeldezettel ausfülle, mache mein Geld rein und dann kann ich das Ganze hier über dieses Wasserrohr in die Tonne werfen. Und dann werde ich mich gerade gegenüber mit ein paar Pfeile warm schießen. Denn hier haben wir jetzt praktischerweise genau dem Einstieg des Parcours gegenüber eben noch die Präzisionsscheibe hängen, dass man sich ein bisschen warm machen kann. Also, packen wir's. Ja, was es sonst noch zu sagen gibt, ist, dass hier auch Compoundböge willkommen sind. Und dass aber natürlich die gängigen Verbote auch hier gelten. Also keine Compounds über 60 Lips, keine Compound-Armbrüste, keine Mittelalterspitze, keine Blantspitze und keine Jagdspitze, selbstverständlich. Das ist ja nachvollziehbar,
weil mit dem Zeugs macht man natürlich die Zieltiere kaputt. Im Moment bewegen wir uns jetzt gerade noch ein kleines Stück parallel zu dieser, zu diesem geteerten Wirtschaftsweg, wo ich geparkt habe. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, gerade eben ist ein Auto vorbeigefahren. Also hin und wieder stolper ich mal und hin und wieder fährt hier mal ein Auto durch. Aber ansonsten so im Großen Ganzen macht es einen sehr, sehr ruhigen Eindruck hier. Und ihr seht es ja, die Sonne scheint jetzt in den Wald rein. Das ist sehr schön. Jetzt sind wir hier am Abschusspunkt 1. Und habe da unten im Dunkeln einen Bär stehen. Und zwar der erste Schuss auf 50 Meter vom Roten Pflock aus. Ist auf alle Fälle schon mal sportlich. Gehen wir mal gucken. Erste Außenkiel, zweite knapp am Außenkiel vorbei und der dritte im Außenkiel. Und die Höhe habe ich ganz gut eingeschätzt. Hätte ich genau zwischen diese zwei Pfeile getroffen, wäre ich im Innenkiel gewesen. Gut, aber immerhin 50 Meter die erste Station. Ich hoffe, es kann nur besser werden. Also gehen wir zum nächsten. Da sind schon ganz deutlich Pfeile markiert. Auf 15 Meter ein Marder. Das Kiel dürfte gerade bei dem dunklen Fleck sein, wo ja so an der Kante der Vorderläufe nach oben geht. Ich würde sagen, der passt. Hier haben wir den nächsten Wegweiser. Ab dafür. Hier geht es jetzt wieder den schönen Trampelpfad entlang. Und da sehe ich schon links im Voraus der Abschusspflock 3. Also bis jetzt kurze Laufstrecken. Und gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ah, da unten in der Talsenke steht ein Hase. Ich stehe jetzt am Roten Pflock. Das hier ist mein Schusskanal. Und ich muss genau, glaube ich, bei dem Wedel durchschießen, der hier die linke Schulter des Hasen verdeckt. So, das dürfte jetzt 20 Meter sein. Und jetzt läuft gerade eine kleine Schulklasse mit jungen Kindern den Wirtschaftsweg entlang, also nicht überrascht sein. Ja, von vorne hat es ausgesehen, wie wenn ich mit dem zweiten Pfeil im Innenkiel gewesen wäre. Ist aber nur die zweite Kielzone. Da fehlt ein Finger breit. Arroganz bestraft das Leben. Abschusspflug 4. Wer sieht das Ziel? Da unten steht ein Hirsch auf 52 Meter. Mit dem Daumensprung habe ich jetzt 40 Meter gemessen. Täuscht also wieder ganz schön durch dieses abfallende Gelände, durch den unebenen Boden und die Licht- und Schattenfelder. So, jetzt war ich doch etwas nervös. Der erste ist zwar im Kiel, aber noch im Außenkiel. Der zweite war eine gute Höhe, aber der ist mir links raus. Jetzt habe ich gedacht, jetzt werde ich es doch wohl schaffen, das Tier noch richtig zu treffen. Und mit der Nummer 3 haben wir es dann im Innenkiel erwischt. Also was ich heute verliere, ist unglaublich. Zweimal schon der Klemmfuß für den Bogenständer. Jetzt hier gerade wieder eine Schraube vom Kamerahalter. Also ich bin mal gespannt, wie die Verlustrate heute Abend aussieht.
Ich denke, das stecke ich mal besser ein. So, war wieder mein übliches Dilemma. Ich muss den Schütze vorlassen, der auf mich aufgelaufen ist. Ist halt doch sehr zeitaufwendig und man bremst dann alle hinter dran aus. Wie dem auch sei, der Mann ist jetzt vor mir und ich habe es jetzt hier ein bisschen leichter, nur im Hemd. Es wird richtig warm, ist ein Traum. Und hier sind wir jetzt bei nächster Pflock und zwar geht es hier auf eine Eule. Ihr seht ja, die Sonne kommt von hier, die Eule steht da, ist ziemlich im Dunkeln. Ich schätze jetzt mal sie auf 20 Meter Entfernung und muss knapp an einem Baumstumpf vorbeischießen. Ich zeige euch das gerade mal. So sieht mein Schusskanal aus. Und da sitzt die Eule. Also von meiner Position aus, der ich jetzt leicht links hinter der Kamera stehe, würde ich sagen, ich muss genau den einen grünen Grashalm erwischen, dass ich ihr ins Kiel treffe. Wenn ich es recht erkannt habe, hat der Grashalm gewackelt, aber ich meine, ich bin ein bisschen zu weit rechts. Immer noch zu weit rechts, aber jetzt gehen wir mal gucken. Ja, der erste habe ich in guter Fingerbreit am Kiel vorbei und der zweite ja, ich kann so genau gucken, wie ich will. Auch der zweite ist ein Muckesäckele am Außenkiel vorbei. Die Höhe wäre ganz gut gewesen hier. Das wäre das Innenkiel gewesen. Aber ich war zu weit rechts. War jetzt für mich ein schwieriger Schuss, auch wenn die Distanz kurz war. Aber es war schön. So, und hier muss man jetzt aufpassen. Hier rechts geht es wieder in den Wald hinein. Also auch wenn ich diese Flatterbänder, diese rot-weiße Absperrbänder scheußlich finde im Wald, erleichtern sie natürlich in solche Situationen die Wegfindung ungemein. Aber vielleicht könnte man das auch mal einfach mit größeren Pfeilen in Sichthöhe ausgleichen. Wobei ich betone es natürlich immer wieder, ich bin ja auch Vereinsmitglied irgendwo und die Außenstehenden haben immer leichter Schwätze, wie die Ausübende das dann nachher zu erledigen haben, oder? Weil geschwätzt ist gleich, gemacht kostet Geld und Zeit. Und das sind einfach zwei Paar Schuhe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie jetzt das mit der Eule, wieder schräg stehendes Ziel, total falsch eingeschätzt. Auch wenn man denn mehr oder weniger sein Soll nicht erfüllt, macht es einfach trotzdem Spaß, solche Schüsse. So, und da haben wir jetzt ein liegendes Reh, das auf meine Pfeile wartet. Da sehe ich nicht, wo er hin ist. Haben jetzt auch gerade noch meine Sehne an den Unterarm geknatscht. Ich sehe ihn nicht, ich komme zu euch. So, ich vermute, das war der erste. Das wird der zweite gewesen sein. Und das war der dritte. Das habe ich versucht zu treffen, bin also gute drei Finger weg, aber wenigstens mit dem letzten Pfeil zur Ehrenrettung habe ich das Kiel noch erwischt. Herzlich willkommen bei Pflock 7. Wir haben hier auf 25 Meter so einen Auerhahn oder Truthahn, was auch immer. Der zeigt uns die linke Breitseite. Und ich meine mich zu erinnern, dass der das Kiel ziemlich genau in der Mitte des Flügels hat. Und da werde ich jetzt versuchen, hinzutreffen. Gehen wir mal schauen. Schwache Leistung. Hab zwar das Kiel getroffen, aber das Innenkiel
wäre da gewesen. Hat nicht sollen sein. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob mein Überflieger es überlebt hat. Also Wolterdinger Bogenschütze, vielen Dank, der Pfeilstopp funktioniert. Ich denke, auch das muss man mal ausprobiert haben. Wir sind jetzt bei Flock Nummer 8. Schussentfernung, wieder so eine krumme Zahl, also so ein Daumensprung, ja, so 27, 28 Meter, könnte auch 30 sein. Es täuscht, also ich denke, ich werde mal mit 27 anfangen. Und wie ihr seht, ist das Kiel wieder direkt durch so ein Farnwedel verdeckt. Also ich muss jetzt quasi von meiner Position, mein Kopf ist jetzt ein bisschen höher wie die Kameralinse, ich muss quasi knapp über diesen Wedel, den hier, knapp drüber, dann dürfte ich im Ziel sein. So, klassischer Fall von Denkste. Innenkiel eingekreist. Links, rechts, Mitte. Das habe ich schon mal besser geschafft. Definitiv. So, hier haben wir jetzt auf 37 Meter ein Gubbel-Gubbel. Viele Grüße an den Martin. Das Viech scheint sich vom Hochwaldtrail oder von der Hochwaldtour hierher verirrt zu haben. Wie gesagt, es ist 34 Meter. Und das Kiel müsste direkt jetzt von dem unteren Blatt da verdeckt werden. Ich stehe jetzt noch ein bisschen weiter rechts von der Kamera. Das heißt, ich hoffe, dass ich das denn von meiner Schusskanal aus sehen kann. Also ich würde sagen, die Höhe nicht schlecht, aber wieder zu weit links. Der war, glaube ich, richtig, richtig gut. Da setze ich kein zweiter hinter noch. Hey, das ist jetzt aber gemein. Das war der erste im Außenkiel. Hier der zweite, den habe ich jetzt von hinten genau hier gesehen, in der Mitte vom Flügel. Und er ist aber gute 2,5 Finger unterm Innenkiel. Er ist zwar im Außenkiel, aber halt nicht im Innenkiel. Das ärgert mich. Warum hole ich da denn jetzt nicht das Fernglas raus und gucke nach, anstatt dass ich dann denke, als blinder Uhu, ich weiß es ja, dass ich drinnen bin. Ah! Naja, Chance vertan. Flock 10. Auf 35 Meter der Gamsbock. Der Kiel dürfte etwas oberhalb von einem hellen Fleck sein, den man unter am Bauch sieht. Probier mal was zu sehen. Ich kann es nicht mal mit dem Fernglas erkennen. Also ich glaube, ich bin zumindest im zweiten Kielkreis. Aber ich könnte noch ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach oben. Ich probiere es wenigstens. Der war zu hoch. Der war auch zu hoch und zu weit rechts, denke ich. Das war, glaube ich, der erste. Der zweite, der war gar nicht schlecht. Habe ich richtig eingeschätzt. Bin aber, ja, was ist das, vielleicht einen halben Zentimeter vom Innenkiel weg. Und der letzte, den habe ich wieder zu hoch gesetzt. Nichtsdestotrotz, boah, wieder eine schöne Aufgabe.
und es macht Spaß. Lok Nummer 11. Hier haben wir jetzt einen Alligator und der steht nur 10 oder 11 Meter weg. Aber er ist recht klein. War jetzt bestimmt zu tief. Also die erste zwei rechts, Außenkiel, der dritte links, Außenkiel, da habe ich dann geschnallt, dass ich weiter nach links muss, habe aber nicht ausreichend rübergezogen. Fürs nächste Mal habe ich da nur Luft nach oben. Ja, also ich muss sagen, ich finde jetzt ein großer Alligator auf 30 Meter fast leichter, wie jetzt den kleinen hier auf 10 oder 11. War für mich jetzt wirklich wieder ein schwieriger Schuss. Hat auch Spaß gemacht. Und was mich immer wundert, ist, wenn ich sehe, der erste Schuss war zu weit rechts. Und wie ich es denn schaffe, immer wieder genau in dieselbe Richtung reinzuballern, ist also schon ein Phänomen manchmal. Nichtsdestotrotz, wir nähern uns jetzt Abschusspflug 12. Ihr seht ja, der Wald ist wirklich urwüchsig. Überall hat es Pilze. Es ist sehr, sehr schön. Und obwohl es die letzten Tage viel geregnet hat, lässt sich gut laufen. Also ich wollte jetzt hier gerade mit weißen Turnschuhen unterwegs sein, aber mit ganz normalen Trekkingschuhen ist es überhaupt kein Problem und lässt sich gut bewerkstelligen. So. Und schauen Sie mal da, Pflock Nummer 12. Da habe ich jetzt auch den Abschusspflock dahinter. Da haben wir jetzt eine Wildschweinrotte. In diesem dunklen Fleckle oder der dunklen Lichtung haben wir zwei Wildschweine. Die stehen so auf 34, 36 Meter, würde ich schätzen. Und rechts davon ist nochmal was, da kann ich aber nicht erkennen, ob das ein Wildschwein ist oder ein Holzpflock, ein Holzstumpf, Baumstumpf. Seht das? Zwei Wildschweine links von dem Baum und zwischen dem Baum im rechten Drittel des Bildes und ganz rechts, da ist nochmal was. Und da gehe ich jetzt ausnahmsweise mal vor und schaue mir das an, weil es würde mich jetzt doch interessieren, ob es zwei oder drei Ziele sind. Es sind also tatsächlich drei Ziele. Die zwei muss ich auf gerader Bahn schießen. Den hier muss ich zwischen den vorher gezeigten zwei Bäumen durch. Und jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich die Kamera so hinstelle, dass die mir nicht in der Schussbahn ist. Weil ich lasse jetzt mal vorne. Und ganz dahinter ist nochmal ein Wildschwein. Das kann ich von meinem roten Abschusspflock aber nicht sehen. Also das heißt, ich werde mich auf die drei Kameraden hier versuche einzuschießen. So, 34 Meter ins Dunkle. Oh. Okay, die Chance ist vertan. Glaube ich, zu weit vorne. Dem erste ganz knapp, entweder am Arsch vorbei oder in den Popo rein. Ja, also wie ich befürchtet habe, hätte ich den jetzt hier ins V reingeschossen, dann hätte es gepasst.
Und so habe ich jetzt nur dreimal ausgekillt. Und der letzte Schuss auf diese Sau wollte ich eben hier ganz knapp am Popo vorbei, dass ich noch ein bisschen weiter vorkomme. Aber ihr seht ja, der ging nicht am Arsch vorbei, der ging in den Popo rein. Aber der war ja auch gar nicht mehr nötig. Ich denke, der hätte gepasst. Und hier würde ich sagen, war der zweite der beste. Der erste ging in die Backe, macht man nicht sowas. Der zweite dürfte ganz gut im Maschinenraum sitzen. Und der dritte, oder der tiefere hier, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem liegenden Tier wäre, aber ich schätze mal, der wäre auch noch in den Lungenbereich eingedrungen, aber da bin ich mir nicht sicher. Also der hier auf jeden Fall ganz gut. Auf 45 Meter da vorne eine Riesenwildsau, oder könnte auch ein Bär sein. Ich sehe es jetzt im Schatten nicht, aber im Körperbau würde ich jetzt eher sagen, ein Riesenkeiler. Wenn es sich nicht gut anfühlt, sollte man den Pfeil nicht fliegen lassen. Wer hätte das gedacht? Der erste Schuss, den ich für zu hoch angesehen habe, ist genau im Innenkiel drinnen. Der zweite, der ist mir unter raus. Und der letzte, den habe ich jetzt dahin gesetzt, wo ich eigentlich hin wollte. Genau hier in diese Falte, da habe ich das Innenkiel vermutet. Aber ja, die Sau ist tot. Was soll ich sagen? Ein Wolf auf 30 Meter. Oh Mist, wieder voll vergeigt. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Der dritte ist wenigstens am zweiten Kill, aber die ersten zwei sind wirklich komplett draußen. Also, keine Heldentat. Aber das war jetzt Block 14 und somit Halbzeit. Außerdem ist es schon 13 Uhr durch. Also ich denke, ich werde jetzt bei nächster Gelegenheit mal eine Rast machen. Ja, noch ein paar Takte zu meinem Schießvermögen oder Schießergebnis. Ärgert mich jetzt ein kleines bisschen, weil als ich das letzte Mal mit dem Martin unterwegs war, habe ich wesentlich besser geschossen. Aber das liegt auch daran, dass ich seitdem nicht mehr geschossen habe. Also ich würde jetzt mal sagen, seit gut einem Jahr komme ich kaum noch zum Bogenschießen. Und wenn ich Bogenschießen gehe, drehe ich dann meistens ein Video für euch. Selten, dass ich jetzt die letzten 12 Monate mal ohne Kamera in Weiler war oder jetzt bei uns in Enzingen und trainiert habe. Ich habe die neue Pfeile eingeschossen mit dem Visier und das war's. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Jetzt ist es aber so, dass ich mich weigere, das Bogenschieße als Pflicht zu sehen. Bogenschieße ist die einzige Schießdisziplin, wo ich sage, ich schieße dann, wenn ich Lust habe, wenn ich Zeit habe, wenn es mir einfach gerade reinpasst, weil das soll reine Freude bleiben. Ich schieße noch Kugelwaffen nebenher und habe da seit bestimmt 2 Jahren, 2,5 Jahren ein Problem, dass ich bei der Kurzwaffe beim Abziehen immer Mucke nach oben oder nach unten wegreiße. Das kostet natürlich sehr viel Zeit. Langsam kriege ich es in den Griff, da arbeite ich eigentlich jetzt kontinuierlich dran. Und ich sage jetzt mal, das sind Wettkampfdisziplinen. Da möchte ich natürlich mein Augenmerk drauf behalten. Und der Bogen ist und soll reiner Spaßfaktor bleiben. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, wenn ich mein Schießergebnis verbessere und vor allen Dingen
würde ich mich freuen, wenn ich mal wieder regelmäßig zum Trainieren komme, weil es einfach auch vom Rücken her, vom Körper ja wirklich gut tut und auch Balsam für die Seele ist. Aber ich möchte dafür jetzt halt nicht irgendwelche andere Sachen wegfallen lassen, die wichtig sind, die jetzt halt einfach momentan sehr viel Zeit bei mir verschlingen. Wie dem auch sei, Vesper und dann geht's weiter. Bis gleich.